Westfalia TV wird Ihnen präsentiert von Ja, Dennis, zwei Wochen seid jetzt mit der Vorbereitung wieder zugange. Du als quasi Neuzugang wieder hier, wie hast du die ersten Tage, die ersten Wochen jetzt in Vorhaben erlebt? Ja, eigentlich war es ja für mich jetzt nicht ganz viel Neues. Man hat sicherlich sich erstmal schon mal tierisch drauf gefreut. Ein großer Vorteil ist natürlich, dass ich eigentlich alle Jungs kenne. Und dahingehend war es, glaube ich, auch für die Trainingssteuerung schon mal sehr vom Vorteil, weil wir einfach direkt starten konnten und brauchten uns nicht groß noch mal kennenlernen. Deswegen, glaube ich, sind in diesen zwei Wochen auch schon, konnten wir viel umsetzen. Ich finde, dass wir auch in dem Testspiel jetzt schon wirklich gute Ansätze gesehen haben. Ich glaube, dass das dem auch geschuldet ist, dass man wirklich keine große Anlaufzeit brauchte und man fühlt sich einfach auch, als wenn man wirklich nie weg gewesen wäre eigentlich. Vielleicht noch ein bisschen oder schon ein bisschen verfrüht, aber du hast es gerade angesprochen, wenn man jetzt keinen externen Neuzugang bekommt, sondern ihr habt natürlich einen zurückbekommen mit dem Marvin Brüggemann, der ja aber auch, ich sag mal, hier quasi zu Hause ist, kann das auf lange Sicht aber auch nochmal als Vorteil gelten, dass man ja eigentlich schon von vornherein so eine Einheit gewesen ist? Ja, ich denke schon. Also ich denke, dass das schon ein Vorteil auch der Mannschaft ist. Sie ist sehr eingespielt. Ich glaube, dass jeder irgendwo auch jeden kennt und dass es auch mit Sicherheit kein Nachteil ist. Ich habe schon das Gefühl, dass die Truppe wirklich will, dass sie auch weiterkommen möchte. Und in dem Sinne wissen wir, dass wir einen recht großen Kader haben mit Leuten, die wir eigentlich komplett kennen, die sich untereinander kennen, die wissen, was sie von sich selber erwarten und auch von ihren Mitspielern erwarten können. Und deswegen glaube ich schon, dass das ein großer Vorteil von uns auch ist. Heute erster Test gegen Lippetal. Wie zufrieden bist du mit der Vorstellung? Ihr habt das ein bisschen länger gezogen, 2x55, ist auch nicht ohne. Man hat gemerkt, so zum Schluss lassen dann auch bei beiden Mannschaften die Kräfte nach. So. Ja, war auf jeden Fall so. Ich denke, dass man gesehen hat, dass wir auf jeden Fall einen sehr guten Gegner erstmal schon mal gehabt haben im ersten Spiel, wie wir es auch erwartet haben. Glaube sogar auch, dass streckenweise Lippetal uns auch in gewissen Phasen des Spiels auch überlegen war, beziehungsweise auch einen Schritt weiter war wie wir. Aber wir haben es über 110 Minuten wirklich offen gehalten, haben die Fehler, die Lippetal gemacht hat, auch in der ersten Halbzeit gerade wirklich knallhart bestraft. Das ist auch eine Qualität. Und ich denke, nach hinten raus dann auch völlig verdient, das 2-2. Und für mich als Trainer bin da also absolut zufrieden mit. Gib uns mal einen kleinen Ausblick. Wie geht es jetzt für euch die nächsten Tage, die nächsten Wochen weiter? Was steht so auf dem Plan? Wo siehst du für dich dann auch schon mal so ein Gradmesser beziehungsweise auch einen Punkt, wo du dann vielleicht auch schon mal, ich sag mal in Anführungsstrichen, was erwartest von der Mannschaft? Ja, ich denke, erwartet habe ich heute auch schon einiges. Also irgendwo, wie gesagt, wir wissen ja, was wir voneinander halten beziehungsweise was ich auch erwarten kann von jedem Einzelnen, da ich die Spieler kenne. Deswegen war der Test für heute für mich schon ziemlich wichtig und man hat natürlich dann jetzt auch gesehen, dass wir wirklich auch Paroli bieten können gegen eine Mannschaft, die im Soester A-Liga-Raum auf jeden Fall auch in die Meisterschaft mitspielen wird. Also ich denke, dass das schon eine absolute Duftmarke war und auch für uns ein wichtiger Fingerzeig, wo geht die Reise hin. Ich denke, dass wir in den nächsten Wochen natürlich weiter hart arbeiten werden. Sicherlich auch taktisch, was wir bis jetzt natürlich noch nicht viel gemacht haben, weil wir viel an den Grundlagen jetzt erstmal gearbeitet haben. Ich denke, in den nächsten Wochen werden wir dann auch wirklich auch Spielsituationen mal durchspielen, auch im Training. Und denke, dass wir uns dann da auch wirklich weiterkommen werden. Ne? Letzte Frage, auch heute beim Testspiel waren schon einige Zuschauer da. Natürlich kann man keinen sportlichen Erfolg versprechen, aber was kannst du den Vorhelmer Zuschauern für die neue Saison versprechen? Kannst du den Zuschauern an die Hand geben für die neue Spielzeit? Also erstmal denke ich, dass man die Euphorie, die in der Mannschaft ist, merkt man auch anhand der Zuschauer, die wieder da waren. Also ich sag mal, wir haben in Form ja echt den Vorteil, dass wir recht viele Zuschauer immer zu den Heimspielen haben. Das sieht man ja bei so einem Testspiel, ist ja schon mehr Zuschauer, wie manch einer in den Meisterschaftsspielen zu Hause hat. Ich glaube, dass wir in den letzten zwei Jahren gute Leistungen geboten haben, aber so nach hinten raus irgendwie noch so ein bisschen so der Funke gefehlt hat. Ich glaube, dass die Zuschauer das gerne sehen wollen und die Mannschaft ist absolut gewillt, das auch zu zeigen.